Es hat nicht einmal in diesen 8 Jahren dazu geführt, auch am Tod nicht, muss ich ganz klar sagen, dass wir jemals an Gott gezweifelt hätten. Herzlich willkommen bei Bibel TV, das Gespräch. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Für unseren heutigen Gast hat dieser Vers aus dem 37. Psalm einen traurig schönen Klang. Schön, weil es der Taufspruch seines Sohnes Tobias ist und traurig, weil eben dieser Sohn Tobias mit 8 Jahren verstorben ist. Wie er die Zeit mit seinem Sohn erlebt hat und warum er an diesem Gott nicht irre geworden ist, auf den wir hoffen sollen, dem wir unsere Wege befehlen sollen, das wird er uns heute berichten. Ich freue mich auf Johannes Roller. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Tobias war, glaube ich, zunächst ein ganz gesundes Kind. Als er geboren wurde, waren noch keine Auffälligkeiten zu merken. Wann haben Sie denn das erste Mal gemerkt, dass da etwas mit Tobias nicht stimmt? Also er kam wirklich kerngesund auf die Welt. Und nach etwa 14 Tagen ging es los, dass er eine leichte Bronchitis bekommen hat, die noch nicht jetzt beängstigend war, die kommen kann, nicht so schön ist, aber kommen kann. Und die ist aber nicht weggegangen. Und dann wurde es nach und nach über die folgenden Monate schwieriger mit ihm. Und dann hat er irgendwann die Nahrung verweigert, von einer Mahlzeit auf die andere. Kam eines Tages der Anruf vom Kinderarzt, dass er es in die Klinik soll zu verschiedenen Untersuchungen. Das hat man gemacht. Dann wurde es vor Weihnachten aufgenommen in die Klinik stationär, um verschiedene Sachen abzuklären. Knochenmarkspunktion wurde gemacht, Hautpunktion, verschiedene Dinge, Leberpunktion, um rauszukriegen, was er denn wirklich hat. Sie konnten es sich nicht erklären. Es war schwierig mit ihm, aber sie konnten sich nichts erklären, wo es herkam. Und dann ist er direkt vor Weihnachten entlassen worden. Und nach einem Dreivierteljahr ging es so, dass er mit dem Notarztwagen von der Kinderarztpraxis direkt in die Klinik eingeliefert worden ist. Und dann hing sein Leben schon das erste Mal an einem seidenen Faden. Und sie kämpften, die Ärzte, wirklich eine Woche regelrecht drum. Er hatte eine ganz schwere Lungenentzündung bekommen und kein Antibiotikum, es hat nichts angeschlagen. Und nach einer Woche kam der Arzt zu mir abends ins Zimmer und sagte, Herr Roller, wir haben jetzt noch eine Möglichkeit, ihm eine besondere Dosis von verschiedenen Antibiotika zu verabreichen. Und entweder es geht in der Nacht bergauf oder es wird bergab gehen. Und es ging uns dann wirklich gut, die Gebete sind erhört worden. Und in der zweiten Nachthälfte wurde es besser. Er hat diese Phase überlebt, ist aber trotzdem noch wochenlang in der Klinik gewesen, weil er dann die Legionellen gekriegt hat, eine Krankheit nach der anderen. Und kein Arzt konnte sich zunächst erklären, wo das überhaupt herkommt. Und sie haben immer vermutet, dass sein Immunsystem so schwach ist, dass er praktisch die Krankheit nicht abwehren kann. Und haben deshalb versucht, sein Immunsystem zu stärken, was aber noch schwierigere Reaktionen hervorgerufen hat. Und es hat dann etwa 4,5 Jahre gedauert, bis sie effektiv rausbekommen haben, was er wirklich hat. Und dann kam genau das Gegenteil raus, dass nämlich sein Körper nicht zu schwach ist und das Immunsystem zu schwach ist, sondern dass sein Immunsystem so aggressiv ist, dass der Körper sich von innen heraus selber zerstört. Also eine Autoimmunkrankheit. Genau. Und alle Versuche vorher waren eigentlich dann eher kontraproduktiv. Genau. Was die Ärzte dann versucht haben, natürlich aus den besten Motiven heraus. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, da war Tobias 4. Sie wurden also Eltern eines gesunden Jungen, der dann aber krank wurde und Sie wussten 4 Jahre nicht, Sie hatten keine Diagnose. Genau, also der Vorteil war, es sind immer wieder wirklich schwere Erkrankungen ins Feld geführt worden. Man hat europaweit fieberhaft danach gesucht, es sind andere Staaten mit einbezogen worden, andere Kliniken, wo Proben hingeschickt worden sind. Und sie haben aber nicht herausgefunden, was er hat, haben aber natürlich immer reagiert. Wenn sie versucht haben, sein Immunsystem zu stärken und gemerkt haben, es wird schlimmer, dann haben sie natürlich wieder gegengesteuert. Sie konnten eigentlich nur, wenn man so will, sich herantasten, sowohl mit der Nahrung als mit den Medikamenten, um rauszukriegen, was ihm hilft. Das ist das Medizinische. Was hat das denn mit Ihnen als Familie gemacht, gerade diese ersten 4 Jahre, wo Sie nicht wussten, was ist hier eigentlich los? Es war überhaupt nicht einfach, vor allem für die beiden Mädchen. Zwei ältere Töchter, die zum Glück kerngesund sind. Die Große war schon im Kindergarten zu dem Zeit, als er auf die Welt kam. Die Kleinere war natürlich noch komplett daheim. Meine Frau ist nicht arbeiten gegangen, um sich um die Kinder zu kümmern. Und
Die kleinere ist dann praktisch, als dann diese ganzen Klinikaufenthalte kamen, von heute auf morgen von der Mutter praktisch weggerissen worden. Wir haben das immer geteilt, meine Frau und ich, jeder, dass mal ich dort war, mal sie dort gewesen ist, um den Ablauf irgendwie normal weiterlaufen lassen zu können. Und es war für das Kind natürlich nicht einfach, dass der kleine Bruder, sie hat zwar gesehen, ihm geht es nicht gut, aber sie war trotzdem ein kleines Kind, wo dann praktisch ihr die Liebe auf eine Art ein bisschen entzogen wurde. Ne? Mit den ganz normalen Bedürfnissen, die ein kleines Kind ja auch hat, ne? Gegenüber seinen Eltern. Stat 1, spreche ich das richtig aus, genau. War dann die Diagnose. Mit 4 Jahren sind Kinder ja schon durchaus in der Lage, das eine oder andere zu verstehen. Haben Sie da schon, Tobias, das versucht zu erklären, was da in seinem Körper passiert? Es ist so, er war sehr interessiert, relativ früh, sobald er praktisch Dinge mitbekommen konnte und wollte immer wissen, wie es ihm geht, um was es geht und was gemacht wird. Und er war immer bei den Gesprächen mit den Ärzten dabei, auch als wir in Freiburg waren. Und weil er so daran interessiert war, war es ganz süß. Dann hat der Arzt ein Blatt Papier genommen und hat ihm Tobias das aufgezeichnet und ihm erklärt, es sei wie bei einem Wurm. Also in dem Fall die DNA, und hatte gezeigt, der geht von da bis da, und am Ende vom Wurm, also nicht ganz am Schluss, aber im hinteren Drittel, da liegt praktisch der Defekt beim Wurm, und das ist bei dir bildlich übertragen in deiner DNA. Sie kommen selber beruflich aus dem Umfeld auch einer Klinik, Sie sind kaufmännischer Leiter, genau, einer Klinik. Hat Ihnen das geholfen in dieser Zeit, zumindest so in diesem, das ist ja auch so ein bisschen Mikrokosmos, Krankenhaus und Klinik, das ein bisschen besser zu verstehen? Also es hat mir insofern sehr viel geholfen, weil zum einen die Ärzte, bei denen ich beschäftigt bin, mir unheimlich sozial gegenüber waren und mir völlige Freiheit gelassen haben für dieses Kind, weil sie gemerkt haben, was das in Anspruch genommen hat an Zeit und an Kraft. Das hätte ich mit einem anderen Beruf wahrscheinlich gar nicht machen können. Und das Zweite, was natürlich enorm hilfreich war, wenn man vorher schon seit Jahren mit Ärzten zu tun hat, mit Ärzten verhandelt, Besprechungen hat und alles organisiert, kennt man sich besser in diesem Gedankenwelt aus und kann mit den anderen Ärzten leichter praktisch die Dinge besprechen. Sie hatten dann die Diagnose und dann hatte das Kind einen Namen. Dann wussten Sie, welche Krankheit dahinter steckt. Wie ging es dann weiter mit Tobias? Das Interessante ist, nachdem Sie es rausgefunden haben, ging es ihm zunächst deutlich besser. Insofern, als er dann Cortison in hohen Dosen bekommen hatte, um das Immunsystem runterzudrücken. Der Beigeschmack war leider, Cortison macht ja ein bisschen aggressiv oder kann aggressiv machen. Das hat ihn auch dann immer wieder getroffen. Aber dadurch hat er plötzlich anfangen können, hat mehr Kraft gehabt und konnte laufen. Man musste ihn nicht überall hintragen. Und konnte dadurch körperlich viel mehr machen wie vorher und hat sich dadurch auch besser ausbilden können, als er das vorher hatte. Er hat regelmäßig seinen Fuß gebrochen oder sein Ärmchen gebrochen, insgesamt 7 Mal. Das war nicht immer ganz einfach. Und das war für ihn dann schon ein Riesenerfolg. Und er konnte dann auch in den Kindergarten gehen, nicht regelmäßig, aber zeitweise dann. Was macht das mit einem Vaterherzen zu sehen, wenn das kleine Ärmchen bricht? Das ist äußerst schwer, wenn Sie das mit ansehen. Vor allem bei seinem Füßchen, wo er gerade laufen gelernt hat. Und Sie sehen, er steht am Stuhl und hält sich nur am Stuhl fest, weil er das Stehen lernt, um die ersten Schritte zu machen. Und er fällt bloß rückwärts oder sinkt nur rückwärts vom Stuhl praktisch runter auf die Windel, was ja eigentlich nichts ist von der Höhe und von der Kraft her. Und schon hat er einen doppelten Torsionsbruch am Oberschenkel. Das ist äußerst bitter, zumal das Kind natürlich erst vor Schmerzen weint und dann komplett wieder in Gips eingepackt ist. Und dann dauert es wieder, bis er wieder loslegen kann und die ganze Zeit behindert ist. Also gehbehindert ist in dem Fall durch diesen Gips, das tut einem richtig weh. Und wenn er wieder das Ärmchen eingegipst hat, konnte sehr schön basteln, hatte ein unheimliches Fingerspitzengefühl für diese Dinge und konnte sehr feine Sachen basteln. Und das war sein Lebensinhalt, weil er viel gelegen ist. Und wenn er sich dann den Arm gebrochen hatte, dann konnte er die Dinge halt nicht, oder malen konnte alles nicht so gut machen dann. Gab es auch Lichtblicke in diesem Krankheitsverlauf? Die Lichtblicke waren, dass er ein unglaublich lebensbejahendes Kind gewesen ist. Er hat immer versucht, anderen in irgendeiner Form eine Freude zu machen. An eine Sache erinnere ich mich noch, da war er relativ klein, kannst du mal genau sagen, vielleicht 2 Jahre alt. Er hat ja viel gespuckt, auch bei Nacht. Ich hatte ein Nachtzimmer bei mir, um meine Frau zu entlasten. Und sie hat bei den Mädchen geschlafen. Und als es in einer Nacht besonders schlimm war,
und ich alles wieder sauber gemacht hatte, lag er völlig erschöpft. Er war dann immer batschnass geschwitzt und rot im Gesicht, weil er den Schleim auch abhusten musste, den er fast nicht wegbekam. Dann nahm er hat seine Hand auf meinen Arm gelegt und hat es angefangen zu streicheln, obwohl er kaum mehr Kraft hatte. Und das bricht ihn einerseits das Herz, andererseits zeigt es ihm, wo er von klein auf praktisch die Dankbarkeit, wie es er halt machen konnte, zeigte nach außen. Und als er größer war, hat er das Gleiche gemacht in der Klinik, als er dann im letzten Jahr auf der Intensivstation war. Am letzten Ostern, was er noch erlebt hat, da hat er so Kerzen gebastelt, so LED-Kerzen, und hat auf die eine Seite das Kreuz von Karfreitag drauf gemacht und auf die andere Seite das offene Grab mit den Strahlen, wo Jesus praktisch auferstanden ist. Und das hat er allen Kindern auf seiner Station eine gebastelt. Und es waren zwei Kinder auf der Intensivstation zu diesem Zeitpunkt, die er kannte, die von unten hoch. Das hat man immer mitgekriegt, wenn eins so schlecht dran war, dass es wieder auf Intensiv musste. Und dann hat er denen auch jeweils eins gemacht, um denen einfach eine Freude zu machen. Ja, also ihr Sohn war der Lichtblick, Tobias war der Lichtblick in Person. Er hat so viel zurückgegeben, das war enorm. Auch den einer Krankenschwester, er konnte ja außer basteln, sonst hat er nicht viel machen können im Klinikbett. Dann hat er irgendwann angefangen, Rezepte zu kreieren für Kuchen oder für Tees oder für verschiedene Mahlzeiten, was man so machen kann. Und hat einen Kuchen sich überlegt, wie man den kreieren könnte, und hat das alles aufgeschrieben und hat dann das kindlich süß gemacht. Er hat nicht hingeschrieben mit 100 Gramm von dem, er hat einfach einen Esslöffel oder eine Handvoll vom einen, hat es auf seine Welt runtergebrochen gehabt. Und hat dann einer Krankenschwester, die besonders sich um ihn immer gekümmert hat, zu ihrem Geburtstag ein Rezept geschrieben und ein Bild dazu gemalt und ihr das praktisch geschenkt. Und sie hat es dann ganz süß umgesetzt und hat irgendwann ihm den Kuchen in die Klinik mitgebracht, den sie dann gebacken hatte. Und dann in Herzform für ihn. Dennoch viel Krankenhaus, Intensivstation, immer wieder Rückschläge. Sie sind gläubiger Christ und Sie haben für Tobias ganz am Anfang seines Lebens den Taufspruch ausgewählt, den ich gerade schon genannt habe: Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Was haben Sie sich gedacht während der Krankheit, wenn Sie sich diesen Taufspruch auch immer wieder vor Augen geführt haben? Was haben Sie über diesen Gott gedacht? Jeder andere wird wahrscheinlich hergehen und sagen, das ist doch eigentlich zum Verzweifeln gewesen, so eine Geschichte. Rein menschlich gesehen, muss ich sagen, war es zum Verzweifeln. Wenn Sie sehen, wie Ihr Kind leidet, also man kann es gar nicht so beschreiben, wie schlimm das gewesen ist, wenn Sie das alles mitmachen müssen. Wenn Sie keine Nacht schlafen können, weil jede Nacht irgendwas los ist, da haben Sie ja nach ein paar Jahren so einen Schlafmangel und müssen ja trotzdem funktionieren, haben noch andere Kinder, müssen noch arbeiten gehen. Da wird jeder Normale sagen, den Gott gibt es nicht, so einen Gott kann es gar nicht geben. Und man kann es eigentlich nicht beschreiben, wenn es einer nicht miterlebt hat. Es gibt einem, wenn man eine intensive Beziehung zu Gott hat, so eine innere Ruhe, dass trotz dieser ganzen Schwierigkeiten drumherum man ein ganz anderes Verhältnis zu der ganzen Umgebung, zu Gott und zu dem Kind kriegt und es eher von einer ganz anderen Seite sieht, was an der Bibel steht, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und so haben wir das praktisch mit dem Sohn dann auch gesehen. Gott hat uns das in die Hand gelegt oder auf den Schoß gegeben, dieses Kind. Und dann haben wir praktisch versucht, einfach alles für das Kind zu tun und es, wie er es letztendlich auch gemacht hat, positiv zu sehen und einfach aus Gottes Hand zu nehmen. Auch wenn es nicht immer ganz einfach gewesen ist. Aber es hat nicht einmal in diesen 8 Jahren dazu geführt, auch am Tod nicht, muss ich ganz klar sagen, dass wir jemals an Gott gezweifelt hätten. Ich habe nur einmal, als ich in München war, in einer Nacht, als es ihm die ganze Situation immer aussichtsloser wurde, Gott intensiv dafür gebetet, er soll endlich eine Entscheidung treffen. Er soll ihn uns entweder lassen oder zu sich nehmen, weil das, wenn Sie gesehen haben, wie das Kind gelitten hat, das war fast nicht zu ertragen. Und wenn Sie das Gesicht damals gesehen hätten, die ganze Farbe und alles, das war wirklich erschütternd. Ganz anders, wie Sie es hier in dem Buch sehen, wo ja seine Geschichte beschrieben ist mit dem Sonnenfarben, wo sein strahlendes Gesicht da ist, was uns auch am besten in Erinnerung ist, wo er wirklich seine völlig freie, unkomplizierte Art zum Ausdruck kommt, wie er eigentlich in Wirklichkeit gewesen ist. Nur hat er diesen Gesichtsausdruck nicht
nicht allzu oft oder nicht so häufig haben können im Leben, weil es durch das Cortison sein Gesicht völlig entstellt worden ist. Also aufgedunsen und durch das Medikament einfach verändert. Was hat Ihnen Kraft gegeben in der Zeit? Der Glaube sicherlich. Sie beschreiben auch an einer Stelle, das fand ich auch ganz eindrücklich, es gab auch mal eine Krankenschwester, die gesagt hat, ich glaube übrigens auch an Gott. Das hilft schon, oder? In so einer Ausnahmesituation. Das hilft unheimlich. Es sind viele gewesen. Sein Kinderarzt, der für ihn alles getan hat, der uns auch nach München geschickt hat, hat viel für ihn im Hintergrund gebetet, hat alles für ihn getan, hat ständig angerufen in München, wenn er in Freiburg war, hat immer die Fäden im Hintergrund versucht zusammenzuziehen. Als wir in München angekommen sind, haben wir diesen bedeutenden Professor Beloratsky, der auch drin erwähnt ist, der bundesweit praktisch die Nummer 1 im Immunbereich gewesen ist. Also uns hat sofort gesagt, als er das mitgekriegt hat, das Kind soll kommen. Er kümmert sich um die Krankheit. Als ich die erste Begegnung mit ihm hatte, begrüßte er mich und sagte als ersten Satz, das Einzige, was Ihnen hilft mit diesem Kind, ist das Gebet zu Gott. Und da war ich unheimlich baff, wenn du nach München kommst, in eine große Klinik, zu einem bedeutenden Professor, da erwartest du viel, aber nicht unbedingt, dass er ihn praktisch gleich in den ersten Sätzen sagt, das Wichtigste in so einer Krankheit ist das Gebet zu Gott. Und da wusste ich genau, da bist du genau richtig aufgehoben. Und auch dieser Arzt hat alles für das Kind getan, was er wirklich tun konnte, hat sich persönlich darum gekümmert. Nachdem wir von München weg waren, hat er immer wieder nachgefragt bei unserem Kinderarzt, wie geht's dem Kind? Und hat irgendwann den Kinderarzt angerufen, hat einen Arzt kennengelernt auf einer Tagung, der richtig fit ist, der in diesem Bereich sich spezialisiert hat. Wir sollen doch mal zu diesem Arzt gehen in Freiburg und uns vorstellen. Und dieser Hinweis von diesem Professor aus München hat dann den Durchbruch gebracht. Der Arzt in Freiburg hat dann effektiv herausgefunden, was tatsächlich die Krankheit war. Und es gab nicht nur einen, es gab viele Krankenschwestern in der Klinik, wo ich wirklich baff war, die gläubig sind. Ich würde fast vermuten, dass es im Schnitt mehr sind wie in anderen Bereichen, was wir so miterlebt haben, die auch für das Kind regelmäßig gebetet haben und wo wir teilweise heute noch einen wirklich tollen Kontakt zu diesen Krankenschwestern haben. Ja. Tobias ist ja auch dann in den Kindergarten gegangen, er ist eingeschult worden und Sie hatten ja durchaus auch die Hoffnung, dass auch mit einer Stammzellentherapie, dass das irgendwie noch zu wenden ist, das Blatt. Es gibt ein sehr anrührendes Foto, wie ich finde, in Ihrem Buch Sonnenfarben, wo Tobias dort steht mit seiner Schultüte, die aber leer ist, weil er sie sonst nicht hätte tragen können. Was haben Sie damals gefühlt bei der Einschulung? Es war am Anfang nicht ganz so einfach, weil er wollte natürlich seine volle Schultüte. Es ist so, sieht er, die Schultüte ist gefüllt, aber er sieht nicht, was drin ist, sondern erst, wenn er aus der Schule heimkommt, beim Mittagessen wird die dann ausgepackt. Und wir haben ihm dann aber nicht am Morgen, wo der erste Schultag war, sondern am Abend vorher schon erklärt, haben gesagt, Tobias, wir tun alles von der Schultüte auf den Tisch, decken es ab, dass du es nicht siehst und tun sie mit Zeitung ausstopfen, damit sie nicht verknicken kann, damit du sie tragen kannst. Und wir haben ihm das erklärt und er war ein Kind, was extrem sachlich und rational denkend war. Wenn man ihm etwas einleuchtend erklärt hat, dann hat er das akzeptiert. Und dann hat er relativ schnell das akzeptiert und hat es mitgemacht und ist dann doch ganz stolz mit seiner Schultüte davongezogen. Nach außen musste man natürlich immer das strahlende Gesicht bei ihm zeigen, auch wenn es einem innerlich natürlich schwer gefallen ist, wenn Sie sehen, alle anderen Kinder sind gesund, tragen ihre volle Schultüte und Ihr Sohn ist praktisch mit dem Plagiat, wenn man so will, sitzt er da und hat eigentlich keine echte Schultüte. Das ist das Entscheidende, was ja den Kindern das Wichtigste ist. Fehlt drin, das war wirklich nicht einfach, aber er hat es trotzdem mit einer Begeisterung gemacht und hat stolz diese Schultüte getragen und sie war für ihn nicht zu schwer, konnte sie dann tragen. Ein tapferer kleiner Kerl. Das war er wirklich immer, bis zum Schluss auch, also es war unglaublich. Bis zum Schluss war er tapfer, haben Sie gerade gesagt. Tobias hat dann den Kampf gegen die Krankheit nicht gewonnen, er ist gestorben. Was hat Ihnen und Ihrer Familie Trost gegeben? Also Trost hat uns unheimlich gegeben, dass wir eine große Beterwand im Hintergrund hatten, wirklich aus ganz Europa, wo ganze Kirchengemeinden für das Kind gebetet haben, die es gar nicht kannten, weil Leute dort drin waren, in England, in Frankreich, in Deutschland, die ihn kannten und die anderen erwärmt haben, das mitzumachen. Und wir gemerkt haben oder richtig gespürt haben, dass im Hintergrund jemand da ist, der einem die Kraft gibt, das Ganze durchzustehen und das Ganze durchzuhalten.
Und es war enorm, zumal er war, wie auf diesem Bild im Buch, bevor die Stammzellentransplantation gemacht worden ist in England, wo wir noch im Urlaub in England waren, sah fast aus wie auf diesem Bild, noch von der Gesundheit her. Und wir hätten überhaupt nicht dran gedacht, dass das ausgeht, weil er so gesund oder so kräftig, gesund nicht, aber so kräftig und stabil war wie in seinem Leben noch nie davor. Er konnte mehr baden, er konnte Fußball spielen, es hat kein Fuß gebrochen, kein Arm gebrochen, gar nichts. Und dann kam die Transplantation und wir dachten natürlich, jetzt schafft er es. Wir waren nicht glücklich, dass das gemacht werden musste, aber wir dachten, jetzt schafft er es. Jetzt hat er eine echte Chance, dass es praktisch, dass das Leben besser wird und vor allem die ganzen Medikamente, die er bis dato bekommen hat, dann weg, nicht mehr genommen werden müssen. Und das war natürlich am Anfang schon ein tiefer Einschnitt, nachdem er gemerkt hat, erst ging es ja bergauf durch die Stammzellentransplantation, als man dann gemerkt hat, er schafft es nicht, es wird immer schwieriger und immer schlimmer. Das war schon schwierig zu verkraften. Und ohne einen Glauben oder einen tiefen Glauben, den wir haben, glaube ich, ist sowas fast nicht durchzumachen. Weil wie man so im Volksmund ja sagt, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja. So ist es ein Stück weit mit der Beziehung zu Gott, dass er ihnen eigentlich die Kraft gibt und das Leid erträglich macht und auch das Leid ein Stück weit mit abnimmt, auch wenn die Trauer immer bleiben wird. Das wird einem nicht genommen. Aber man weiß, er ist geborgen, er hat seinen Platz im Himmel jetzt und Gott hat einen Plan mit ihm. Das sind lauter Dinge, die einem unglaublich helfen, wo andere, die keinen Glauben haben, eigentlich, muss man ganz klar sagen, zu bedauern sind, weil es eigentlich ein trauriges Leben dann ist. Ja, wenn das eigene Kind stirbt, dann gibt es viele Ehen, die auch dann leider Gottes auseinandergehen, die zerbrechen, auch an diesem Schmerz. Was hat das mit Ihrer Familie, mit Ihrer Ehe auch gemacht? Also in der Richtung, muss ich sagen, haben wir zum Glück überhaupt nie irgendwelche Probleme gehabt. Weil wir uns beide so auf das Kind konzentriert haben und wussten, wir machen alles für dieses Kind. Die Schwierigkeit ist eher, wenn sie so angespannt sind, die ganze Zeit nicht schlafen können. Es muss alles ja irgendwie funktionieren, dass viele sich dann wahrscheinlich auseinanderleben und Schwierigkeiten miteinander kriegen. Und das war bei uns zum Glück überhaupt nie das Thema. Und da hängt sicher auch Gott ein Stück weit im Hintergrund, der das in andere Richtungen gelenkt hat, weil sie viel, viel leichter reizbar natürlich sind. Es geht ja jedem so, wenn er unter Stress steht. Und vor allem, wenn es um Stress geht, um ein Kind. Wenn sie ein Kind haben, was sie natürlich gerne halten möchten und kinderlieb sind, ist das deutlich schwieriger, aber es war bei uns zum Glück wirklich mit gar nie der Fall. Gott hat es ja dann auch in die richtige Richtung gelenkt, auch mit dem Buch jetzt, was wir dann geschrieben haben, wo ich nie im Leben damit gerechnet hätte, jemals ein Buch zu schreiben. Und es auch gar nie geplant war, was ich eigentlich durch die Geschichte von dem, was er, wie er die Herzen berührt hat, so letztendlich entstanden ist. Und da bin ich der Karin Bonacker unheimlich dankbar, die das toll ausformuliert hat, weil ich selber bin kein Schriftsteller. Ich habe ihr alle Fakten liefern können und die ganzen Hintergrundwissen, aber ich konnte es nicht ausformulieren. Mit der Autorin Carmen Bonacker zusammen geschrieben, dieses Buch, ist das auch noch mal, hat das auch noch mal wie so eine therapeutische Funktion, auch das noch mal, auch mit einem anderen Menschen zusammen noch mal so zu Papier zu bringen? Dann würde ich eher nein sagen, sondern es ist eher schwierig. Am Anfang, also nicht, weil jetzt jemand anders dabei ist, aber wenn Sie sowas nicht geplant haben und kein Tagebuch führen und nichts, müssen Sie sich ja alles nochmal reinarbeiten. Und dann durchleben Sie das Ganze nochmal. Und ich kann Ihnen sagen, da bleibt das Auge nicht trocken, wenn Sie das alles nochmal durchleben müssen. Das ist unheimlich schwer. Schwerer, als ich mir das ursprünglich gedacht habe. Aber als das Buch fertig war, war es eine richtige Erleichterung, weil es auch für die Schwestern eine tolle Aufarbeitung ihrer Kindheit ist. Es ist ja letztendlich auch die Kindheit von den Schwestern, die immer an der Seite standen. Und so haben sie praktisch ihre Kindheit zusammengefasst gekriegt, was für sie später oder für die Enkel mal sicher schön sein wird, sowas in der Art lesen zu können. Tobias ist 8 Jahre alt geworden. Das waren ja auch 8 Jahre der Kindheit ihrer beiden Töchter. Das darf man ja auch in diesem Zusammenhang nicht vergessen. In diesem Sinne ist das sicherlich dann auch ein ganz wertvolles Dokument und Zeugnis für Sie. Ich danke Ihnen, dass Sie uns heute Zeugnis gegeben haben und dass Sie uns von Tobias erzählt haben. Sie schreiben auch im Klappentext des Buches, dass er auch ein Sonnenschein war, dass er die Welt wirklich um sich herum mit Licht erfüllt hat und
mit Sonne erfüllt hat und dass er auch ihnen ganz viel Licht in ihr Leben gegeben hat bei einem Schweren, was auch da war. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Johannes Roller, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich, liebe Zuschauer, für Ihr Interesse an der heutigen Sendung und würde mich freuen, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt Bibel TV, das Gespräch. Machen Sie es gut. Tschüss.